Bundesregierung und die EU-Kommission haben vor, die Agrarexporte aus Europa noch weiter dramatisch zu steigern, die Agrarexporte aus Deutschland dramatisch zu steigern. Alle diese etwa 20 Freihandelsabkommen, die noch in der Pipeline sind, worüber die EU noch verhandelt, haben praktisch alle als ein wichtiges Ziel die Öffnung der Agrarmärkte anderer Länder für unsere Exporte. Und das bedeutet im Klartext für die europäische, für die deutsche Landwirtschaft eine noch viel stärkere Orientierung an Weltmarktniveau und das heißt natürlich auch am Preisniveau des Weltmarktes für bäuerliche Familienbetriebe. Wird das eine ziemliche Katastrophe. Nun herrscht doch in Mitteleuropa, auch in Deutschland, eher eine Tendenz vor, auf regionale Agrarerzeugnisse zurückzugreifen. Wie geht das zusammen? Ja, das geht gar nicht zusammen. Die Verbraucher haben überhaupt keine Lust auf noch mehr globalisierte Agrarindustrie. Im Gegenteil, regionale Absatzmärkte sind der Trend. Das wollen die Bauern, das wollen die Verbraucher, das wollen auch die Umweltschützer. Nur die Politik will das nicht. Und die großen Agrarindustriekonzerne, die wollen das natürlich auch nicht. Für die ist längst der Weltmarkt die Zukunft. Und dementsprechend haben wir eine absolute Diskrepanz zwischen der Politik und dem, was die Öffentlichkeit, was die Verbraucher, was die Bauern wollen. Es wurde angesprochen, dass die Europäische Union der weltgrößte Agrarexporteur sei. Welche Länder sind da am meisten beteiligt? Das sind Deutschland, die Niederlande, das ist zum Teil auch Italien und Frankreich. Aber man muss eben dazu sagen, dass die Europäische Union nur deswegen der größte Agrarexporteur ist, weil wir auch der größte Agrarimporteur sind. Um diese Unmengen an Fleisch und Milch zu produzieren, die wir nicht mehr loswerden können, wo wir jetzt ständig angeblich neue Absatzmärkte brauchen, um das überhaupt zu produzieren, importieren wir Unmengen an Soja und an Kraftfutter aus Südamerika. Das heißt, wir haben eine völlig außer Rand und Band geratene Ernährungswirtschaft. Wenn wir weniger Soja importieren würden, wenn wir weniger auf Massenproduktion von Fleisch setzen würden, von Milch, dann müssten wir auch gar nicht so viel loswerden und gar nicht so viel exportieren. Diese Politik schadet natürlich auch die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern. So ist es. Wir subventionieren ja unsere Landwirtschaft ganz gewaltig. Gegen eine hochsubventionierte europäische Agrarindustrie kann in einem Entwicklungsland ein Bauer normalerweise nicht ankommen. Und deswegen haben wir eben Situationen, dass in westafrikanischen Ländern heute die Marktanteile europäischer Milchkonzerne bei 90% liegen. Und dann wundern Sie sich noch, warum die Kinder von Milchbauern in Westafrika nicht mehr Milchbauern werden, sondern Migranten werden. Es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Sie sprachen ja von einer Menge von Freihandelsabkommen, die weitgehend also zwischen der Europäischen Union und verschiedenen Staaten abgeschlossen werden. Wir kennen jetzt erst einmal CETA, TTIP, vielleicht auch das JEFTA inzwischen mit Japan. Aber was für Freihandelsabkommen stehen denn in naher Zukunft mit wem an? Also verhandelt wird über Freihandelsabkommen mit Indien, mit den Philippinen, mit diversen afrikanischen Ländern, mit Tunesien, Marokko, mit dem südamerikanischen Staatenblock Mercosur, mit Australien, Neuseeland, Indonesien. Ich bin sicher, dass ich ein paar vergessen habe. Es ist jedenfalls eine lange Liste und jedes Mal geht es vor allen Dingen um die Agrarmärkte, natürlich auch noch um andere Dinge, aber große Umwälzungen vor allen Dingen in den Agrarmärkten. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, wenn man mit Mexiko ein Freihandelsabkommen schließt, die haben schon große Nachteile erfahren durch NAFTA. Sind die überhaupt bereit, solche Abkommen abzuschließen? Ja, Mexiko ist natürlich dazu bereit, weil wer das entscheidet in Mexiko, sind ja nicht die Bauern oder normale Menschen, sondern das ist eines der korruptesten Länder der Welt. Und diejenigen, die von solchen Freihandelsabkommen profitieren, die kontrollieren auch die Regierung. Das ist doch in Mexiko schon immer so gewesen. Auch NAFTA wurde ohne eine parlamentarische Abstimmung durchgesetzt. Damals hat der Präsident einfach per Dekret beschlossen, wir werden jetzt Mitglied von NAFTA. Das ist die Politikmethode in Mexiko, so läuft das da halt. Und wahrscheinlich auch die Methode der anderen angesprochenen Staaten. Ja, natürlich, das sind ja auch die meisten keine lupenreinen Demokratien. Und interessanterweise da, wo es etwas demokratischer zugeht, da klemmt es bei den Verhandlungen. Zum Beispiel wurden wir jetzt auch informiert, dass die Verhandlungen mit Tunesien und mit Marokko über ein Freihandelsabkommen mit der EU ausgesetzt wurden, weil man in Tunesien und in Marokko meint, doch erstmal mit der Öffentlichkeit und mit den betroffenen Wirtschaftsverbänden darüber mal diskutieren zu müssen, was wären die Auswirkungen dieses Abkommens auf ihre Länder und ob sie diese Abkommen überhaupt wollen. Stellen Sie sich das mal vor, was die machen. Ja, das sind Vorstellungen, die kommen der EU-Kommission, der Bundesregierung
Regierung noch nicht mal im Traum, dass man erstmal mit der Öffentlichkeit diskutiert, ob man das Abkommen überhaupt will. Das wird bei uns von Kommission und Bundesregierung zusammen in geheimen Verhandlungen festgesetzt und wir haben das dann zu schlucken. Also in der Hinsicht sind wir alles andere als eine Musterdemokratie, sondern müssen zur Kenntnis nehmen, offenbar läuft es im Königreich Marokko und in der Republik Tunesien da doch ein bisschen demokratischer. Sie schreiben in Ihrem Fazit von einer Verselbstständigung des Beamtenapparats, eine Verselbstständigung der Leute, die letztendlich darüber entscheiden, ohne die Bevölkerung zu fragen. Das ist so. Ich meine, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass man im Landwirtschaftsministerium, aber auch im Wirtschaftsministerium insgesamt und in der EU-Kommission überhaupt nicht daran interessiert ist, dass Verbraucher, Bauern, Umweltschützer längst diese Sorte von Agrarpolitik ablehnen, dass wir die Orientierung auf Weltmarktpreise, auf globale Agrarmärkte, dass das anachronistisch ist, dass das niemand mehr will, das interessiert die überhaupt nicht. Die haben sich das in den Kopf gesetzt, alle Zollschranken, alle Handelsschranken für Agrargüter weltweit abzubauen und damit den gesamten landwirtschaftlichen Sektor zu globalisieren. Das ist deren Ziel. Und die werden das so lange betreiben, bis wir sie stoppen. Sie haben wahrscheinlich ein kleines Handbuch in der Hand und versuchen das zu realisieren ohne Bezug zur Wirklichkeit. Ohne Bezug zur Wirklichkeit. Und das liegt natürlich auch daran, wenn man im Geheimen verhandeln kann, dann kann einem ja auch egal sein, was die Öffentlichkeit denkt.